Hallo zusammen, der Simme hier von Pinox Games. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video zu Eve Echoes. Und in diesem Video, ihr seht es schon, es dreht sich wieder einmal alles rund um Produktion. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich mehr so im Bereich Produktion tätig bin. Aber ich möchte auch ein paar Fitting Guides in nächster Zeit machen. Deswegen schreibt mir am besten unten in die Kommentare, was für Fittings von Schiffen ihr sehen wollt. Und sagt jetzt bitte nicht die Drake oder einen Schlachtkreuzer. Die habe ich nämlich noch nicht. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber schreibt das gerne unten rein. Und ansonsten auf jeden Fall, wenn ihr schon mal unten in den Kommentaren und in der Beschreibung seid, ja, denkt dran, in der Beschreibung findet ihr auch alle möglichen Links zu Social Media, allem drum und dran, Kanalabos, Mitgliedschaft für den Kanal, um mich zu supporten und vieles mehr. Und jetzt höre ich auch schon auf mit der kleinen Werbung. Und es geht tatsächlich ran ans Eingemachte. Nämlich möchte ich euch in diesem Video jetzt einmal näher bringen, ja, im Prinzip, wie man eine Produktionskalkulation durchführt. Ja, das ist immer das Problem. Ich habe ja schon mal in einem anderen Video ja mal erklärt, wie Produktion grundsätzlich funktioniert. Und jetzt soll es halt in einem weiteren Schritt darum gehen, wie man die Kosten für so eine Produktion mal durchrechnet, um zu schauen, mache ich mit dem, was ich da produziere, überhaupt Gewinn? Und ich verspreche euch jetzt schon, es wird dem einen oder anderen nicht gefallen, was ich euch erzähle. Und es wird auch so sein, dass ich euch auch genau erkläre, warum oftmals Produktion nicht rentabel ist, auch wenn das so scheint. Ich werde es euch aber gleich erklären. So, also wie gesagt, ich hatte ja schon mal gesagt, wie man so eine Produktion macht. Und wir müssen jetzt mal so eine Excel-Tabelle gleich zu Rate ziehen. Das wird auf jeden Fall, also ohne so Excel oder irgendwie Tabellenkalkulation, Google Drive, werdet ihr da definitiv nicht drum rumkommen. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal einfach mal so ein bisschen gucken. Ich habe hier Blueprints zum Beispiel für eine Venture 2. Na, Venture 2 ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe gerade jetzt zwar nicht genug Mats, aber ich werde euch jetzt zeigen, was ihr da letzten Endes an Gewinn bekommen könnt. Vielleicht dann auch an diesem einen Beispiel. Zunächst einmal habe ich mir ein kleines Programm dafür geschrieben. Und zwar ist das dieses hier. Das ist ein Programm oder das ist eine Excel-Tabelle, die ist relativ simpel und relativ selbsterklärend. Und das, was ihr hier auf der rechten Seite seht, das ignoriert ihr jetzt einfach mal. Das werde ich jetzt gleich nämlich quasi aushebeln. Und es geht primär erstmal nur um diesen Teil. Und ihr seht hier schon die relevanten Daten, nämlich die Maklergebühr, die Transaktionssteuer. Das ist ganz, ganz wichtig. Die müsst ihr wirklich immer im Hinterkopf behalten. Der Verkaufspreis, dann rechne ich hier einen Abzug von Steuern, das erkläre ich euch gleich noch, die Materialkosten, Produktionskosten und den Blueprint. Und dann am Schluss kommt mein Gewinn dabei raus. So, und das ist jetzt im Prinzip das, was ich da eintackere. Wie berechne ich jetzt aber eigentlich so die ganzen Sachen? Ne? Verkaufspreis, okay, Verkaufspreis ist jetzt nicht so schwer, der ist jetzt relativ einfach. Ja? Ich gehe jetzt hier zum Beispiel in der Venture 2, gehe ich jetzt einfach mal drauf in den Markt, guck mir mal an, was das Ding so kostet im Verkauf. Na? Jita, Top-Preis ist nicht derjenige, den man haben möchte, also gehen wir mal so ein bisschen runter, scrollen, 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 so, alles gut. Schon eine lange Liste hier, bis man mal angekommen ist. Jita, üblicherweise nimmt man tatsächlich Jita so als Referenzpunkt, weil das eigentlich so mit der Hauptumschlagspunkt neben Amar ist, wo denn die meisten Waren über den Ether laufen, also Amar oder Tashmerkin. Aber eigentlich üblicherweise wird überall immer in Jita-Preisen gerechnet. Deswegen werden wir den jetzt auch hier als Referenz nehmen, weil sich alles auch darauf bezieht. Das sind 5,450 Millionen ISK. Okay, das geben wir jetzt einfach mal ein. Und sagen, wir haben einen Verkaufspreis von 5.450.000 ISK. So, theoretisch, wenn wir jetzt gar keine Kosten hätten, na, dann wären wir jetzt bei einem Gewinn von knapp 4,3 Millionen ISK. Denn etwas, was viele Leute ganz, ganz oft vergessen, bei allem, was irgendwie passiert, solange man Dinge am Markt verkauft, muss man immer 6%, beziehungsweise wenn man es nicht geskillt hat, sogar 8% Maklergebühr und 15% Transaktionssteuer mit einkalkulieren. Das ist wichtig.
Denn wenn man es nicht geskillt hat, dann muss man immer 23% seines Umsatzes, also das, den Verkaufspreis, diese 5,45 Millionen, die wir hier als Verkaufen im Markt reinstellen, das geht auf alle Fälle flöten. Das kommt nicht bei uns an. Das verschwindet einfach mitten irgendwo im Nirvana. Das sind 23%, die ihr nie wiederkriegt. Ja, deswegen macht es auch Sinn, entsprechende Skills zu machen. Es gibt da ja entsprechende Makler-Skills. Buchhaltung zeige ich euch ansonsten auch nochmal gerne. Und damit könnt ihr das reduzieren. Ich bin jetzt hier bei knapp nur noch 20%. Das heißt also, ich spare mir immerhin schon mal, habe schon mal 3% mehr, also mehr netto vom Brutto sozusagen. Ja, und deswegen kommen hier ein Gewinn von 4,3 Millionen raus. Gut, jetzt können wir das Ganze relativ einfach machen. Und zwar Produktionskosten, das sind in dem Falle sind das die Kosten, die ich brauche, um das Ding überhaupt anzuwerfen. Ja, das sind jetzt hier 300.000 für die Venture 2. Das weiß ich zufälligerweise aus dem Kopf. Ich habe die lange Zeit genug produziert. Und den Blueprint, da gucken wir uns jetzt mal den Preis an, was denn so eine Blueprint eigentlich kostet. So, also Blueprint hier. Das ist falsch. Gedrückt halten ist immer nicht verkehrt. So, genau, zum Markt. Gucken wir uns mal, was kostet denn so eine Blueprint im Markt, wenn wir das Ding jetzt kaufen, für knapp 2, sagen wir, wir gehen mal ein bisschen höher preislich, wir gehen bei 2,1 Millionen ISK. So, das wäre dann jetzt unser Preis für diesen Blueprint. Also geben wir jetzt hier in unserer Tabelle ein 2,1 Millionen ISK. So, dann bleibt von unserem Gewinn nur noch 1,9. Das ist jetzt schon bedeutend weniger und wir kommen um diese 2,4 Millionen kommen wir nicht herum. Einzige Möglichkeit wäre zum Beispiel hier aktuell den Blueprint dort selber zu produzieren. Dadurch hat man deutlich geringere Kosten. Momentan kostet, das kann ich so sagen, kostet der Blueprint so im Schnitt 1,2 Millionen ungefähr in der Rekonstruktion. Das heißt, also da würde man tatsächlich gegebenenfalls sogar noch etwas Gewinn machen. Aber wir gehen jetzt mal von einem absoluten Otto-Normalverbraucher, Otto-Normal-Producer aus, der sich einen Blueprint am Markt kauft, dann liegt er bei 2,1 Millionen ISK. So, dann ist jetzt die Frage nach den Materialkosten. Und dort, meine lieben Freunde, werden jetzt viele sagen, ja, ich bin doch meiner. Ich habe eine Retriever im Hangar stehen oder eine Venture 3 oder was auch immer. Ich baue mir das Zeug selber ab. Da brauche ich gar keine Kosten einkalkulieren. Ich bin so ein Fuchs. Guck mal, ich habe 1,9 Millionen gemacht. Und nein, habt ihr nicht. Nicht mal im Ansatz. Das Folgende ist das Problem. Und hier kommt jetzt die Erklärung, warum viele Leute diesem Irrtum aufgesessen sind. Ihr habt das Gefühl, dass ihr mehr habt, weil ihr entsprechend die Materialien vornehmlich ja nicht kauft. Ihr gebt da ja nichts für aus. Aber bei jeglicher Kalkulation, in jeglicher Form, müsst ihr immer davon ausgehen, dass ihr die Grundmaterialien selber gekauft habt. Denn, und das ist tatsächlich der Punkt, natürlich könnt ihr euch die Minerale hier, Tritanium, Pyrit und so weiter, könnt ihr euch ermeinern, selbstverständlich. Aber A, dauert das Zeit, das heißt also, ihr zahlt auf jeden Fall mit Zeit und die ist durchaus wertvoll, weil ihr in derselben Zeit, wo ihr Minerale abbaut, könntet ihr theoretisch auch Missionen fliegen und könntet damit Geld machen, nur so nebenbei, ne? Und zum anderen könntet ihr die Minerale, die ihr dort ermeinert, anstatt sie zu produzieren, könntet ihr sie auch verkaufen und könntet damit direkt Geld machen. Ja, also das ist tatsächlich, das, ne, ob man dann, man muss das mit einberechnen, dass man diese Minerale bezahlt hat zum Einkaufen, zum Einkaufspreis. Das ist wirklich wichtig. Und ich kann euch das gerne auch noch irgendwann nochmal vorrechnen. Wenn ihr sagt, das glaube ich dir nicht, das stimmt doch überhaupt nicht, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich kann es euch wirklich sagen. Es ist eine ganz normale Kostenkalkulation und es wird immer davon ausgegangen, egal wo man ist, dass man die Sachen eingekauft hat, egal ob man sie dann selber irgendwie rangeschafft hat oder nicht. Deswegen wird immer bei sämtlichen Kalkulationen der Materialkostenpreis immer mit berechnet, auch wenn man sie vornehmlich vielleicht im ersten Moment nicht direkt
gehabt hat. Und das ist der größte Fehler, weshalb das gleich passieren wird, was hier unten rauskommt. Wenn man das nämlich tut, müssen wir jetzt die Materialkosten hier einrechnen. Dafür muss ich oder wird es jetzt hier einmal wieder zu iEve zurückgehen. Ich habe das Tool ja auch schon mal an einer anderen Stelle schon mal vorgestellt und da kann man ja ganz, ganz viele Sachen machen und kann unter anderem auch die Materialkosten für ein Schiff oder ein Equipment, Blueprint oder was auch immer berechnen. So, jetzt haben wir hier die Venture 2. So, und dann trägt man ja hier ein seinen Materialeffizienzwert. Ich bin jetzt momentan bei 104 und bin damit gar nicht mal so schlecht. Es fehlt nicht mehr viel. Noch einmal den Advanced Industrial Skill, dann habe ich da 100%. Und wenn ich dann den Professional, also den dritten Skill auch noch machen würde, käme ich sogar auf 90%. Das macht sich dann schon bemerkbar. Aber wir können jetzt mal gucken. 104% Materialeffizienz. Ich habe der Einfachheit halber, habe ich hier links auf der Seite einmal die Preise komplett eingetragen. Die sind aktuell Stand jetzt, also für die aktuelle Berechnung sind die so korrekt und zwar orientieren die sich an den Jita Buy Preisen für Buy Orders. Das Thema habe ich ja auch schon mal gehabt, ne? Also Buy Orders, was das Ganze ist. Und das heißt also, alles was hier steht, sind top aktuelle Preise. Zu diesem Preis könnte man jetzt die Minerale und Planetenmateriale und alles, könnte man die einkaufen. Plus, minus ein bisschen was. Wenn man die jetzt einkauft, und das kommt jetzt nämlich gleich noch on top mit dazu, muss man auch wieder Maklergebühr berechnen. Die habe ich tatsächlich noch nicht mit einkalkuliert. Das muss man aber auch noch machen, dass man für die auch noch eine Marktgebühr bezahlen muss. Ne? Also Steuern und so ein Kram. Also, ne? So, okay, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und dann kommen wir dann, nachdem wir alles eingetragen haben, ne? Venture 2, bei 100% Materialeffizienz, kommen wir hier auf einen Wert von 1,956 Millionen ISK. So, okay, alles klar. Gehen wir nochmal in die Kalkulation zurück und nehmen 1,965 Millionen ISK über. Und was stellen wir fest? Wenn ich eine Venture 2 produzieren wollen würde und ich sie für 5,45 Millionen ISK verkaufen würde, und auch das ist nicht garantiert, denn der Markt schwankt ziemlich und wenn ich Pech habe, dann sind gerade ganz, ganz viele da drin oder es dauert 80.000 Tage, bis die verkauft wird oder der Preis sackt oder was auch immer. Es kann sein, dass die Mineralpreise einbrechen oder. Dieser Preis ist eine absolute Momentaufnahme und im meisten Fall für einen halben Tag gültig oder einen Tag oder sowas. Also wenn man was hat, dann muss man es sofort herstellen, sofort verkaufen und dann hat man die Kalkulation. Ansonsten kann das ziemlich in die Hose gehen. Und was stellen wir fest? Wir machen bei dieser Kalkulation 26.800 ISK Verlust. Verlust. Man verliert beim Produzieren, verliert man dieses Geld. Das ist total abstrus. Wenn ich jetzt diesen Blueprint selber herstellen würde, dann hätte ich Kosten von 1,2 Millionen. So, okay, dann würde ich tatsächlich auch knapp 1 Million Gewinn da rausziehen. Aber wenn man die kauft, ja, 2,1 Millionen ISK, mache ich damit keinen Gewinn. Null Gewinn. Ich mache Verlust. Also meine lieben Produzenten und jeder, der Produzent werden möchte, behaltet das bitte im Hinterkopf. Ihr könnt, wenn ihr die Sachen alle kaufen müsst und auch wenn ihr sie selber minert, ihr macht trotzdem Verlust, weil ihr könntet ja, anstatt das Ding hier herzustellen, ja, und macht dabei im Endeffekt 26.800 oder macht vornehmlich vielleicht Gewinn, nämlich macht ihr Gewinn, nämlich 1,93 Millionen ISK. Ihr hättet aber, wenn ihr die Dinger, die Minerale, die ihr gemeinert habt, verkauft hättet, hättet ihr sogar noch 30.000 ISK mehr Gewinn gemacht. Nur zum Überlegen. Ja. Da ist wahrscheinlich jetzt auch wieder noch ein Rechenfehler meinerseits drin, weil ich jetzt hier bei der Materialkostenbeschaffung wahrscheinlich auch die Transaktionssteuer nicht dabei habe. Aber das Prinzip ist hoffentlich jetzt klar geworden, ne? Ihr könnt, selbst wenn ihr die Sachen ermeinert, verkauft sie, verkauft die Minerale oder produziert wirklich alles selber.
ne, produziert das Mining selber. Gut, wobei das ist relativ, das kann man dann auch kaufen. Aber die Blueprints, das ist der Punkt. Die Dinge sind die, die teuer sind. Wenn ihr Blueprints selber herstellt, könnt ihr durchaus damit Gewinn machen. Aber ansonsten passiert genau das, was ist. Eigentlich müssten die Verkaufspreise für das, was hier drin ist, viel, viel höher sein. Eigentlich müssten das so um die 6 Millionen ISK sein, damit man da im Schnitt Gewinn macht. Das heißt also, ein Otto-Normal-Produzent macht beim Produzieren Verlust. Und wenn ich davon ausgehe, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe vielleicht gar nicht so gute Skills im Produzieren. Ja. Ich habe zum Beispiel nur 132%, weil ich nur den einen Skill durchgedrückt habe oder sowas. Ja, dann liegen wir hier sogar bei 2,5 Millionen Herstellungskosten. Das heißt, ihr macht sogar noch eine halbe Million mehr Verlust. Verlust. Also skillt beim Produzieren erst bisher auf 100-104%, also wirklich die ersten beiden Skills fast komplett durch. Produziert eure Blueprints selber und dann könnt ihr möglicherweise tatsächlich Gewinn damit machen. Aber macht euch die Mühe, macht euch wirklich die Mühe und schreibt euch so eine einfache Tabelle. Wenn ihr so eine simple, das ist eine Sache von 5 Minuten und ihr könnt das dann, ich habe das hier erweitert zum Beispiel um hier die PI-Materialien. Hier kann ich dann auch Stückzahlen eintragen und habe hier auch noch einen Einzelpreis, den ich manuell anpassen kann. Wenn ich da mal was Kleines, Schnelles durchrechnen möchte mit Mengen und so weiter, habe ich hier noch eine zweite Spalte. Also ihr könnt euch so eine kleine Kalkulation, könnt ihr euch wirklich schnell schreiben und kriegt sehr schnell raus, macht das überhaupt Sinn, was ich tue? Und tut euch selbst und allen anderen auch einen Gefallen und lasst dieses ich meiner selber, ich hab ja kein Ding. Nein, nein, nein. Kalkuliert es, stellt fest, oh, das ist doof und setzt dann den Preis quasi oder lasst es reinzustellen oder was auch immer. Ich möchte euch das Produzieren wirklich nicht madig machen. Produzieren ist eine schöne Sache, es kann parallel ganz gut laufen. Das ist für einen Miner oder sowas ist das vielleicht ganz offen, vermeintlich vielleicht ganz schön, nebenbei mit dem Produzieren Geld zu machen, aber ein Miner macht mit dem Verkauf von den Dingern im Zweifelsfall mehr Gewinn. So, okay. Ihr dürft mich gerne jetzt in den Kommentaren, dürft ihr mich jetzt dafür Lügen strafen oder was auch immer. Aber diese Kalkulation ist so auch von mehreren Leuten quasi bestätigt. Und es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Aber ansonsten, man kann durchaus Gewinn machen. Man muss es eben nur richtig machen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren. Auf jeden Fall die Glocke anmachen, damit ihr nichts verpasst. Dann auf jeden Fall das Video teilen, weil das ist eine wichtige Information. Sagt das weiter an eure Corporation, an eure Best Buddies, an eure Allianz, whatever. Sagt denen, Leute, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei mir. Ich bin der Simme, vielen Dank fürs Einschalten. Fly safe. Ciao.